Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixeltutors. Mein Name ist Ralf Herbst. In diesem Tutorial oder in den nächsten folgenden möchte ich eine komplexe 3D-Konstruktion machen, und zwar einen Kaffee-Vollautomat von De'Longhi. Ich habe hier im Bildmanager von Cinema 4D mal das Bild geladen. Wir können natürlich auch hier, wenn wir den Bildmanager öffnen, einen Ordner mit Bildern hier per Drag and Drop reinziehen oder eben Datei öffnen. Dieses schiebe ich mir jetzt mal auf den zweiten Monitor, aber vorher möchte ich erklären, ich werde mit diesem Seitenblech hier anfangen und habe das natürlich günstigerweise auf dem zweiten Monitor vor mir und kann mir das anschauen. Gut. Fangen wir mit dem Seitenblech an, und dafür nehme ich ein Rechteck-Spline. Diesen stelle ich mir jetzt in einer Höhe auf 600 ein. Wechsel mal in die Ansicht von vorne, dann sehe ich diesen Pfad hier. Ich konvertiere jetzt diesen Spline in einen Polygon-Spline, um Punkte hinzufügen zu können. Ich fange hier oben an und ich muss ja diese seitliche Form daraus nehmen, und dann nehme ich mal hier so ein bisschen, setze ich mal mit der String-Taste einen Punkt hinzu, einen zum Rüberschieben gleich, noch einen und hier unten einen. Jetzt schalte ich mir bei dem Werkzeug das Snapping ein. Damit ich hier mal an gewissen Punkten einsnappen kann, ich kann also jetzt diesen Punkt hier verschieben und den hier rüberbringen und nach oben schieben. Dann habe ich hier schon mal diese Gerade. Dann setze ich diesen zweiten hier rüber. Ziehe ihn natürlich nach unten. Und unten ist das Blech ein bisschen dünner als hier oben, aber das sieht schon ganz gut aus. Jetzt hat er hier unten so einen Schlitz, also eine Auswuchtung. Und dann mache ich mir halt hier auch nochmal ein paar Punkte ein. Hier, jetzt ist mir die Achse im Weg. Mit all dem mache ich sie mal aus. Setze mir hier noch einen Punkt, dort einen. Und dort ein, alles mit gedrückter String-Taste. Da das lineare Punkte sind, ziehe ich also keine Tangenten raus und bringe jetzt diesen hier, indem ich wieder meine Achse hochschalte, 1 hoch, mein Snapping ist noch aktiv, 1 nach rechts. Jetzt schaue ich mal, wie breit das ungefähr sein muss. Ja, so bis hier, also auch 1 hoch und diesen hier 1 nach rechts. Jetzt haben wir diese Grundform schon erstellt. Oh, hier ist noch einer schief, sehe ich gerade, also besser mal genau hinschauen. Der sitzt noch nicht an der richtigen Stelle. Okay, das ist unten drunter irgend so ein Schacht. Ich bin ja nicht der Erfinder der Maschine. Jetzt möchte ich also weiterhin für die Luftschlitze noch weitere Splines hinzufügen. Dann nehme ich also wieder ein Rechteck-Spline. Den mache ich mal ungefähr 6 breit, oder schauen wir mal erstmal 10 breit und 50 hoch. Ja, 10 ist zu breit. Gehe mal damit nach oben. Hier näher ran. Positioniere ihn mal hier so in die Mitte und mache ihn vielleicht mal 6 breit und 50 hoch. Das ist schon gut. Und bringe ihn so mal mittig hier rein, weil so ist ungefähr der Abstand. Jetzt nehme ich wieder das Duplizieren-Werkzeug, Funktion Duplizieren, und sage, ich möchte vielleicht 12 Kopien, das muss ich jetzt probieren, die sollen linear werden, mit einem Abstand nicht nach oben, und verschieben 12 probieren wir einfach mal aus. Ich kann ja jetzt jederzeit hier noch einstellen, das ist also was wenig, nehmen wir mal 18, 20. Ich will, dass das hier so ungefähr endet. Schauen wir mal bei 21, wie weit ich dann komme. Das ist schon fast gut. Wenn ich jetzt den Abstand vielleicht auf 11 minimiere, muss ich mal schauen. Oder ich kann ja auch sagen 11,5. Und bis ich das rausgereizt habe, kann ich das also sehr genau einstellen. Jetzt stimmt es perfekt. So sollen meine Lüftungsschlitze sein. Und habe jetzt also hier von diesem Rechteck Kopien gemacht. Nun öffne ich das Ganze, setze diesen Spline dort mit rein und konvertiere diese erstmal alle in richtige Splines, indem ich sage
Polygone. Jetzt muss ich meine Rechteck dazufügen. Das schiebe ich mal mit in die Gruppe. Ich mache mal hier ein bisschen mehr Platz, dass Sie sehen können, was ich hier mache. Selektiere diese Splines. Habe jetzt irgendwie einen doppelten drin. Muss ich nochmal aufpassen, nochmal rückgängig machen. So, da oben ist mein Rechteck. Noch einmal. Ich gehe hin. Wandle sie. Okay, er macht da Rechteck, Spline, Spline, Spline. Und dann aus diesem, den stecke ich also noch mit hier rein. Jetzt selektiere ich diese ganzen und sage verbinden. Rechtsklick auf meine Splines verbinden. Sie erhalten ein neues Spline-Objekt. Falls das jetzt noch nicht geklappt hat, mache ich diesen erstmal aus und unsichtbar. Jetzt gehe ich in meine 3D-Perspektive und nehme mir ein Late-Nurb, ein Extrude-Nurb. Stecke diesen Spline da rein und werde sehen, oh ja, das hat direkt auf Anhieb geklappt. Also die Reihenfolge ist wichtig, wie wir das einstellen. Jetzt ist das natürlich etwas sehr dick und wir gehen mal in die Optionen des Extrude-Nurbs und mir soll da vielleicht eine Zehne dicker reichen. Dann möchte ich aber vorne die Außenkanten runden. Da gehe ich mal hier vorne sehr nah ran, damit Sie sehen, was ich hier mache. Ich sage also am Start meiner Extrusion, das ist diese Seite, das Ende wäre die andere Seite, möchte ich gerne Deckflächen und Rundung. Jetzt wird mein Objekt aufgebläht, weil das sehr groß eingestellt ist. Ich sage erstmal Kontur beibehalten. Wenn wir das machen, sehen wir, dann zerschießt er das Ganze. Ich muss mir das mal angucken. Das ist natürlich jetzt viel zu stark. Ich gehe mal hin und setze hier mal einen Wert von 3 und hier mal 1 ein. Ah, jetzt wird da auch was draus. Ich bekomme also jetzt hier eine feine Unterstreichung. Ich lasse mal rendern, schaue mir das Ganze an. Oh ja, habe ich eine schöne abgerundete Kante auch hier drin. Vielleicht gehen wir mit dem Radius noch ein bisschen runter, 0,8, also nicht so stark. Ja, das reicht. 0,8 ist gut. So, das hätte ich jetzt. Ein Seitenblech. Vermutlich wird, wir sehen das auf diesem Bild nicht. Ich hole das Bild nochmal rüber. Muss das mal ein bisschen wieder kleiner machen. Vermutlich wird das Blech natürlich identisch an der anderen Seite sitzen. Und da brauchen wir nachher nur ein Duplikat machen. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt diese Struktur, also diese Bleche, einmal hier oben dieses Blech erzeugen. Und das erzeugen. Auf der Rückseite habe ich natürlich jetzt hier, upsala, F1, keinerlei Rundung gemacht, weil von innen brauche ich diese Gärung nicht. Jetzt wollen wir das seitliche Blech dran setzen. Also ich fange erstmal hier oben an und bräuchte dafür natürlich auch wieder ein Extrude-Nurb. Aber wenn wir uns das angucken, ist das ja hier, ich ziehe das nochmal hier rein, bestimmt so um die Ecke gewinkelt, also dieses hintere Blech. Aber das wollen wir mal realisieren. Dazu wechsle ich jetzt mal in eine Ansicht von rechts hatten wir eben, jetzt mal von vorne hatten wir eben, jetzt nehmen wir mal die Ansicht von rechts. Das ist also hier mein oben und ich nehme nochmal einen Rechteck-Spline. Wenn ich die Ansicht wechsle, hat er auch direkt die richtige Richtung. Und ich stelle mir jetzt hierfür mal so ein kleines Objekt ein. So für dieses Winkelstück. Schaue aber mal, es gibt ja hier auch noch so T-Profile, ob ich da nicht was rauskriege. Da könnte ich das auch fast rausmodellieren. Aber ich glaube, ich bin schneller, wenn ich jetzt dieses Rechteck nehme. Das bringe ich mal ein bisschen nach oben. Setze das hier mal ran. Gehe mal näher ran. Ja, mein Snapping ist noch an. Ich sehe aber hier durch den Radius, dass dort meine richtige Seite ist. Schauen wir mal, wo das jetzt im Endeffekt steht. Aha, es steht jetzt hier, also das wäre die richtige Seite. Das habe ich jetzt erkannt an dem Radius. Hier ist ja der Grad zu sehen. Also muss ich hier rechts davon bleiben. Jetzt gehe ich hin und muss das natürlich nicht so stark machen, aber versuche mal das Rechteck hier auf gleiche Maß zu bringen. Ich setze mal 50 mal 50 ein.
Das dürfte so in ungefähr gut sein. Auch von der Höhe her will ich nicht zu hoch. Ja, ich glaube eher 40. 40 mal 40. Das setze ich ein. Setze das mal ran. Jetzt verfahre ich da genauso, dass ich also einfach sage, Punkte umwandeln und mache mir jetzt hier einfach, wenn ich jetzt mal näher ranfahre, bekomme ich auch ein sehr feines Gitternetz. Jetzt kann ich das ja nochmal ein bisschen höher schieben. Hoppala, Punkte aktiv, eins höher schieben, hier rüber. Zack, dann sitzt das da oben dran. Ich überlege jetzt, ob ich die Kanten hätte direkt runden sollen. Das mache ich auch besser. Dass ich ihm hier, was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe mich glatt verschätzt, das ist ja oben drauf. Da muss ich das gleich also genau mal anpassen. Ich konstruiere das jetzt erstmal hier oben drauf und muss ja hier um die Ecke gehen, nach innen. So, dafür sage ich aber jetzt bei diesem Rechteck, ich muss das also nochmal umwandeln. Ich möchte nämlich die Ecken rund haben. Jetzt ist es wieder ein Rechteck. Okay, String Z, Rechteck. Dann sage ich hier, ich hätte gerne eine Rundung in dem Ganzen. Und da sage ich auch mal 1. Wo komme ich hier so feine, runde Kanten? Ein Radius von 1. Jetzt setze ich das mal hoch. Weil wenn wir hier Radien machen, dann machen wir das bei dem anderen auch. Richtig ordentlich. Und gehen jetzt hin und konvertieren das dann. Jetzt muss ich also den besagten Schritt machen, dass ich nah rangehe und will ja diese L-Form des Bleches haben. Da sage ich also, ich füge im Punktemodus jetzt hier Punkte hinzu. Ich würde mal schätzen, einen hier. Dann brauche ich wieder 4 Stück. Schalte mein Snapping an, ist noch an. Gehe jetzt mal hier rein. Das wird mir, glaube ich, zu dünn. Ich setze mir noch einen Punkt hinzu. Den lasse ich dort stehen und gehe jetzt erstmal so ran und nehme immer 2. Muss mal ein bisschen tiefer gehen. Zack, gerade Linie. Den bringe ich nach unten. Nicht zu weit. Erstmal darüber. Den bringe ich auch tiefer. Bringe ihn hier rein. Und den haben wir schon fast zu viel gemacht, also drücke ich die Entferntaste, um ihn zu löschen. Gleiche das ein bisschen an. Hier rüber. Und schau mal, wie mein Blech ist. Jetzt fällt mir auf, ach ja, ich brauche ja bestimmt nicht hier unten rum etwas. Also nehme ich mein Selektionswerkzeug, selektiere diese 2, entferne das. Jetzt habe ich ja hier diesen Radius, das heißt, mir fehlt hier unten rechts rüber noch ein Punkt. Dann mache ich also hier einen Punkt, ziehe den zweiten nach unten, um jetzt das Ganze so zu haben, als L. Okay. Jetzt steht das natürlich mittendrin in meinem Konstrukt und ich muss das Ganze jetzt nach vorne bringen, wenn ich jetzt die gesamte Länge habe. Wir haben ja dieses hier eben, glaube ich, wie breit gemacht. Schauen wir nochmal rein. Haben wir da noch den Punkt? Nee, haben wir nicht mehr. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das Extrude-Nöp an der richtigen Stelle. Ich gehe also auf mein Spline, nehme noch ein Extrude-Nöp, stecke dort mein Spline rein. Wir bekommen eine Extrusion in Richtung Z, das sehen wir jetzt hier. Jetzt brauchen wir aber eine Extrusion in Richtung X. Darum gehe ich hier erstmal rein, sage ich 0 bei Z. Und X machen wir eine Verschiebung erstmal von 2 und von, was sagen wir, doch 600. Schauen wir mal. So, 600, aber 400 hatten wir gelassen, ne? Genau, 400. Okay, das müsste so stimmen. Ups, müsste so stimmen. Und jetzt sage ich einfach, dass seine Position, also dieses Ganzen, ein Minus von 200 hat. Aus dem Nullbereich. Schon stimmt das. Ich habe jetzt also so ein bisschen dieses Blech bekommen.
kann das immer noch variieren. Wenn mir das nicht hoch genug erscheint, gehe jetzt mal hier an die Kante ran. Schau mir auch dieses an. Wir sehen jetzt hier diese Rundung, die er hier gemacht hat. Schau mal, ob ich hier brauche ich eigentlich auch kleine Rundungen vorne und hinten. Also mache ich dort auch ebenfalls die Kanten rund. Gehe jetzt hier wieder in die Deckflächen. Deckflächenrundung, das zerschießt jetzt natürlich, wenn ich das einschalte, weil da sehr große Größen sind. Und ich sage drei Unterteilungen, 0,5 und hinten genau das gleiche, also an der anderen Seite. Drei Unterteilungen, 0,5. Okay. Habe ich auch das gerundet, jetzt muss ich das natürlich später aufeinander einpassen. Ich schaue mal eben in den Proportionen, ob die Höhe so okay ist, ob das nicht ein bisschen zu groß wirkt. Ich habe fast den Verdacht, es könnte noch eine Rasterlinie beides rein. Also gehe ich nochmal hin, mache das NURB aus, gehe nochmal in die Ansicht von vorne, gehe in den Punktemodus und ziehe diese Punkte jetzt alle bis hier rüber. Das heißt, ich selektiere diese alle gemeinschaftlich. Na, wenn dann alle. So. Und das Snapping ist hoffentlich noch an. Ja. Und setze diesen Punkt hier mal nach innen. Wo war der äußere? Der war da. Also setze ich den äußeren auch hier an diese Kante. Und das gleiche mache ich jetzt hier. Ich kann mit der Leertaste zwischen den zwei letzten Werkzeugen wechseln. Wechsle also zum Werkzeug. Wieder Leertaste. Und habe jetzt hier auch die Möglichkeit, das kleiner zu gestalten. Also bis ungefähr hier. Gut, so gefällt mir das. Schau mal, so ist glaube ich noch besser, ein bisschen höher. Naja. Ich frage mich jetzt, warum da jetzt snappt er da auch ein. Okay. Jetzt kann ich das Extrudenab nochmal anmachen. Muss jetzt nur die Schiene halt um den Faktor tiefer setzen. Gehe jetzt wieder in die Ansicht von rechts und lasse das hier mal so ein bisschen einsnappen. Gehe mal da nah ran. Und bringe diese Kanten jetzt auf das gleiche Niveau. Kann ich hiermit noch nicht, also mache ich mein Snapping jetzt aus und schaue mir das mal hier so an. Okay, das ist ganz gut so. Oh, das können wir ja immer noch rübersetzen, aber so einen kleinen Kante wollen wir ja sehen. Wir lassen mal rendern und schauen uns das Ganze an. Okay, das wäre dieses Winkelblech. Jetzt fällt mir jedoch glatt auf, dass dieser Radius hier im Foto, wenn ich mal schaue, sehr viel stärker ist. Also werde ich das noch ein bisschen korrigieren. Sie sehen, es macht Mühe, so etwas zu konstruieren. Mache das nochmal aus und werde hier oben den Radius jetzt und innen noch ein wenig verstärken. Ich gehe wieder in die Seitenansicht, wechsle wieder in den Punktemodus und brauche ja jetzt hier lediglich diese Punkte ein wenig auseinanderzuziehen. Also einen hier rüber und dort am besten das Snapping nochmal an. Kann ich das wieder genau machen. Zack. Und zack. Einen rüber. Habe einen wieder nach rechts. Ah, jetzt habe ich da keine Kante. Muss also jetzt vorsichtig das runterziehen. Am besten das Snapping wieder aus. Und setze das also auch ungefähr hier so hin. Und jetzt sind meine Tangenten natürlich zu kurz. Die muss ich jetzt angleichen. Dort gehe ich in den Strukturmanager und schaue mir jetzt mal diese Tangenten an. Zoom mal hier nah ran. Um das im Nachhinein zu korrigieren. Jetzt sehe ich ja, der hat hier eine Z-Tangente in dem Minusbereich auf 17. Ich mache da mal 25 draus. Ach, das war die Höhe. Upala, upala, upala. Hier ist die Tangente. Muss also noch ein bisschen verschieben. Minus 5. Und dann machen wir da noch ein bisschen mehr draus. Ein bisschen weniger. Also 1. Minus, ja. 1, dann dürfte sie in die Richtung gehen, also müssen wir jetzt den Minusbereich erhöhen. Sagen wir mal minus 0,8, dann wird es größer, okay, dann sagen wir einfach
minus 2. Dann kommt mein Anfasser raus. Das ist aber was groß, also minus 1,5. Minus 1,5. Okay, das setze ich jetzt hier ebenfalls rein. Da ist es aber die y-Achse. Und da sage ich jetzt plus 1,5. Ist, glaube ich, ein bisschen groß. Machen wir überall 1. 1 hier. Minus 1. Für diese Schräge. Das ist immer ein Probieren, bis einem das gefällt. Ups, das Minuszeichen vergessen. So. Dann machen wir das hier auch. 1,2. Ja, so gefällt mir das. Und schon, wenn ich jetzt meinen NURB wieder einschalte, habe ich hier natürlich eine stärkere Kante gerundet. Schau mir das mal an. Ob das so gut ist. Ja, das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir. So lasse ich das Ganze in diesem Bereich. Jetzt fällt mir natürlich auf, dass ich an der Stelle hier dieses untere natürlich zu dick habe. Und sage hier auch mal, das ist vielleicht 5, schauen wir mal, noch zu dick, 2, sollte vielleicht reichen. Machen wir es 1. Aber das Innere sehen wir ja nicht wirklich. Also habe diese zwei Flächen jetzt hier stehen. Und jetzt werde ich als nächstes diesen Innenbereich machen. Da gehe ich nochmal in die Seitenansicht, da sehe ich das Ganze ja wieder. Nehme mir ein Rechteck einfach. Dieses passt schon fast. Ich muss das jetzt in der Breite natürlich justieren. Die Höhe mal einstellen. Ich setze das hier mal so rein. Und gehe jetzt aber am besten hin, indem ich das mal eben in ein Polygon konvertieren kann. Weil da kann ich das sehr genau setzen. Dann kann ich wieder mit meinem Rechteck diese Kanten ausselektieren. Und kann das jetzt alles so setzen, wie ich das brauche. Selektiere diese Kanten. Ziehe das hier rein. Gehe mal näher ran. Ein bisschen Lücke soll ruhig sein. So. So. Und unten gucke ich mir auch nochmal an. Das soll dieses dunkle Blech in meinem Kaffeemaschine geben. Das hatte ich jetzt hier eingestellt, 1 cm. Dann nehme ich also wieder einen Extrude-NURB und stecke das da rein. Linear, klar. Alles gut. Und sage 1. Dieses werde ich natürlich anders später texturieren, aber jetzt habe ich halt hier dieses Blech drin. Oder wir können ja schon mal, damit wir das besser unterscheiden können, nehmen wir erstmal einfach ein schwarzes Material. Mehr machen wir da noch nicht. Und legen das da mal auf, dann fällt das so ein bisschen besser auf. Ja? Also diesen Bereich haben wir. Jetzt sollten wir uns überlegen, also das Foto nochmal im Bildmanager angucken. Was wir jetzt als nächstes machen müssen. Wir haben also diese Kante hier gemacht. Mit einem Symmetrieobjekt werde ich sie jetzt auf die andere Seite bringen. Das heißt, ich werde jetzt durch ein Symmetrieobjekt erstmal die andere Seite schaffen. Okay, here we go. Ich gruppiere das Ganze, benenne dieses in Winkel, dann benenne ich das in Seitenblech Chrom. Okay, und das ist mein Halt, jetzt habe ich mich vertan, das ist der Winkel, ne? Ne, das ist das Innenblech. Nur damit ich eine Orientierung habe, wie das letztendlich heißt. Und hier haben wir ja noch Rechteckkopien uns aufgehoben, das war ja nur ein Backup. So, das Ganze gruppiere ich mir jetzt mal. Und nenne das Seite. Bringe das jetzt aus der Mitte ungefähr. Muss jetzt mal schauen. Z. 500.
muss aber aus dem Punktemodus raus, sonst kann ich ja eh nicht verschieben. Okay, 500 in den Minusbereich. Das ist zu viel, also nehmen wir mal 250. Wie viel das genau werden muss, sehen wir ja gleich. Muss ich eventuell noch korrigieren. Jetzt nehme ich mir ein Symmetrieobjekt, das genau hier auf 0 kommt und setze diese Seite dort rein. Dann sehe ich, aha, er hat hier irgendwas nicht richtig symmetrisch gemacht. Muss mal schauen, x und z, x und y, Entschuldigung, dann habe ich das. Jetzt können wir ja diese Seite noch ein bisschen verschieben, bis wir dann so ungefähr diese Größe bekommen. Ja, jetzt will ich als nächstes mal noch mal im Bildmanager schauen und überlege jetzt, ob ich diese Seitenverkleidung, diese mache ich später, würde ich denken. Ich mache jetzt einfach mal hier unten erstmal diese Auflage und unten drunter ist noch irgendwie sowas wie ein Fuß. Kann ich von hier aus nicht erkennen, andere Bilder habe ich nicht, aber ich versuche trotzdem irgendwas in dieser Richtung zu erzeugen. Gehe also hin und mache jetzt hier erstmal wieder einen Rechteck und dazu gehe ich in die Draufsicht. Erzeuge mir ein Rechteck. Das runde ich auch an den Kanten, weil wir haben gesehen, das ist sehr stark gerundet. Die Breite. Und ich gucke mir das jetzt erstmal von den Proportionen an, vergleiche das nochmal miteinander. Mein Bildmanager, den sollte ich nicht immer ausmachen, den können wir ja mal kleiner machen. Können wir das ein bisschen nebeneinander stellen. Ja, könnte noch, die ist zu breit auseinander. Und ein bisschen beiseite schieben. So, damit ich hier so einen Blick habe und sehe natürlich, das ist viel zu weit auseinander. Minimiere ihn mal. Und setze nochmal meine Seiten ein bisschen enger. Die haben einen Abstand von 3, mache ich erstmal 300. 280 vielleicht. Ja, das ist gut. 280, also weiß ich jetzt, mein Rechteck mache ich in der Breite 200. Gehe ich mal in die Draufsicht. 280 mal 2 sind 500 und können wir auch hier rechnen. 280 mal 2. So, das wäre diese Außengröße. Das habe ich jetzt hier. Ich schaue mir das nochmal an. Ist jetzt wieder was groß geworden. Das ist hier ziemlich bündig mit der Außenkante. Also stimmt das schon. Und es ragt ja gleich hier vorne raus. Also lasse ich das so 280 stehen. Der Radius ist etwas groß, den könnten wir noch verkleinern. So ungefähr. Und muss jetzt ja wieder Kreise da rein anordnen oder darin anordnen, weil ich ja hier so ein Lochblech drunter habe, also wie so ein Sieb in meiner Konstruktion. Da nehme ich mal einen Kreis, mache ihn recht klein, bringe ihn hier mal hin. Geh mal näher ran, um das zu beurteilen, wie groß er wird. Schau mir nochmal eben das Bild an. Das ist also mit ein bisschen Abstand für diese Lochbleche. Ja, hier sieht man den Abstand besser. Also nicht so nah ran. Jetzt könnten wir auch mal zählen. Ich kann jetzt hier auch mal ein bisschen zoomen. Das ein bisschen kleiner machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 in einer Reihe. Und dann bis es voll ist. Okay. Jetzt gehe ich hin, mache das mal kleiner, das ist noch zu groß. Das kann ich mir aber alles noch anschauen, wie es dann passt. Das ist ja gut, dann mache ich so diesen Abstand hier. Und jetzt kann ich überlegen, mache ich das jetzt erstmal in diese Richtung oder in diese Richtung. Ich würde sagen, wir machen das erstmal nach unten. Dupliziere ich das. Ich lasse erstmal auf 20 Instanzen stehen. Linear. In Richtung Z. Mal schauen, Minus oder Plus. Ich würde sagen,
Minus plus, ja, minus Z. Machen wir die mal 50 erstmal auseinander und sagen mal Enter. Das war also falsch rum. Minus. So, jetzt muss ich die ja viel enger gestalten. Das sieht schon fast gut aus. Ja, gehen wir hier nah ran, um das hier genau an die Kante zu bringen. Also 23,2 würde ich schätzen. Perfekt, war jetzt nur geschätzt. Okay, das habe ich. Schau mir das mal an, ob das nicht zu viel ist. Sonst muss ich, die Abstände sind zu eng. Hier sind sie viel größer zwischen den Einzelnen. Dann nehme ich also jetzt einfach noch ein paar raus. Mach mal, was wir schätzen, 15. Mach die Abstände größer. Okay, Komma, so sieht das schon ganz gut aus. Komma 4. Ja. Oder 5. Ja, so ist gut. Habe ich ja oben auch drin. So, das ist eine Reihe. Setze die mal hier rein. Hätte ich noch, ich hätte ja Kopien haben müssen. Das ist wichtig. Also nochmal weg. Die Einstellungen sind da. Gehe nochmal aufs Duplizieren und sage hier, ich möchte Kopien. So, dann habe ich hier diese Kreiskopien. Setze diese mit da rein und dupliziere diese Reihe jetzt noch einmal. 8 Stück brauchten wir, also noch 7 zusätzlich. Linear, jetzt in die andere Richtung, x. Dass ich das so von der Kante weg habe, noch ein bisschen näher. Also auch 27,5. Okay, das ist gut. Jetzt habe ich ganze Menge Kopien. Nun gehe ich hin und konvertiere dieses Rechteck in ein Spline. Kopiere mir den, mache den unsichtbar, weil den brauche ich für nachher für die Bodenplatte. Und gehe hin und verbinde diese zwei. Dann kann ich jetzt alle drunter löschen. Die brauche ich nicht mehr. Jetzt habe ich hier meine verbundenen Kopien. Nehme einen Extrude-Knob. Stelle dort schon mal die Höhe ein. Die soll mal bei 20 sein. Erstmal. Nach Z möchte ich keine Verschiebung und stecke das mal da rein. Dann habe ich hier die Löcher drin. Das sieht schon mal gut aus. Gehe jetzt in die Deckflächen. Unten möchte ich keine. Start ist jetzt unten, also sage ich oben. Weil unten ist ja nicht wirklich was. Sage Kontur beibehalten. Sehe natürlich, dass das viel zu stark ist und mache mal 3 und 2. Das ist gut. Und hätte jetzt hier meine Kante. Jetzt muss ich mal schauen. Naja, hier vorne wollen wir ja vielleicht doch auch eine Kante haben. Na, nee. Da kommt ja gleich das Blech drunter. Genau, das mache ich jetzt das Blech drunter. Gehe ich also im nächsten Schritt hin und nehme das Extrude-Knob nochmal, den Spline nochmal und nehme ein neues Extrude-Knob, stecke das da rein. Und das ergibt ja jetzt quasi eine Platte. Jetzt können wir der aber eine Höhe verleihen. Steht ja auch noch auf Z. Müssen wir wieder umstellen. So. Sagen wir das jetzt minus 5, dann geht das nach unten. Und geben ihm unten einen Rand. Also nicht am Start, sondern hier eine Rundung. Schaue ich mal, ob ich das jetzt an der richtigen Seite mache. Ja, Kontur beibehalten. Natürlich wieder nicht so groß. Ja. Okay. Jetzt könnten wir dem hier auch eine Rundung geben, aber das brauchen wir nicht. Aber das wirkt nachher dann natürlich
sehr schön. Und wir haben jetzt hier das Blech auch zu. Okay, das ist eigentlich gut so. Gefällt mir. Nun gehe ich hin und werde die 2 gruppieren. Alt G. Und in das Lochblech. Da kann ich mich dran orientieren, da weiß ich, wofür ich das gemacht habe. Jetzt muss ich das nur positionieren. Vielmehr fange ich jetzt mal an, dass ich diese Seitensymmetrie durch Drop it on the floor nach oben setze und das eben auch Drop it on the floor. Schaue ich mal in die Viererperspektive. Dann sehe ich, okay, das sitzt schon da. Optisch täuscht das hier. Das ist richtig, es muss ja da auch sein. Und schiebe das jetzt erstmal an den Rand heran. Optisch. So, da kommt ja, wenn wir uns das noch anschauen, noch einmal hier, so eine Hülle davor, oben und unten. Einmal eine größere, eine kleinere, wie so eine Unterbrechung. Und natürlich später eine Rückwand. Da will ich jetzt mal mit weitermachen, dass ich also hingehe, das Ganze jetzt hier so ein bisschen gestalte. Guck mal vom Weiten, wie das schon mal optisch so aussieht. Ja, kommt hin. Okay. Jetzt gehe ich in die Draufsicht am besten. Und schaffe mir hier wieder ein Rechtecksplein. Den mache ich natürlich viel, viel schmaler. Höhe 400, 160, dann haben wir wieder das Maß. Das bringe ich mal hier an den Rand ran. Gehe mal näher ran. Okay. Und benutze mal eben das Snapping. Ich denke mal, das wird dann genau einrasten. Naja, wenn ich die Bleche gleich nach vorne setze, dann passt das. Geh mal rein und schau nochmal auf die Zeichnung. Ist das hier irgendwo, hat kleine runde, hier eigentlich rechteckig, aber in der Ecke hat das ein bisschen runde Kanten. Dann sage ich auch hier ein bisschen Rundung. Aber nur ganz wenig. Machen wir mal 5 glatt. Okay. Da das 33 in der Breite ist, ich möchte das hier so gestalten, ich mache das mal genau auf 40, dass es schräg nach vorne geht, werde die Punkte verschieben, dann passt das hier auch ran und konvertiere das jetzt erstmal in ein Polygon. Schnappe mir jetzt alle Eckpunkte hier auf der Seite, indem ich eine Auswahl nehme oder wieder diese Rechteckauswahl, nicht nur sichtbare, mache ich einfach alle. Hier rum. Snapping ist noch an und möchte aber erstmal das nach innen skalieren, weil das hier so schräg werden muss. Dann habe ich auch da meine Kante. Ich schaue noch mal eben aufs Bild. Also so ein bisschen schräg, das ist vielleicht, ja, der Winkel, das passt schon fast, ein bisschen weniger. So auseinanderziehen. Okay. Für dieses Blech, natürlich brauche ich rein theoretisch bei diesem Blech keine Rückseite. Wenn wir die also weghaben wollen, sage ich jetzt erstmal, schaue ich mal, wenn ich den Spline öffne. Aha, passt ganz genau. So, jetzt gehe ich hin. Der liegt ja hier noch unten drunter. Wir können ja das Lochblech mal eben ausmachen. Und sage jetzt, ich hätte gerne ein Extrude Knurb. Den Spline shake ich rein und gehe hin und mache erstmal die Verschiebungen Richtung Top. So, dann kommt ja mein Blech hier. Jetzt gehe ich aber hin vorher und lösche diese Punkte, die hier also auch eine Rundung beschreiben. Das mache ich nochmal in der Draufsicht. Mache das NURB eben aus, gehe auf den Punkt. Und lösche hier diese
äußeren beiden Punkte. Das kann ich auch über den Strukturmanager machen. Das ist also der erste und auch gleichzeitig mit Shift-Click. Na, der und der, der nicht. Die entferne ich jetzt. Dann setze ich diese zwei Punkte noch ran. Gehe ich also wieder hin, ziehe mir da eine Auswahl rum um diese zwei Punkte. Gehe mal nah ran. Und lasse sie hier einsnappen. Okay, dann habe ich das perfekt drin. Gehe wieder in meinen NURB, schalte das mal ein und muss jetzt ja nur die richtige Höhe haben, um dieses Blech hochzuziehen. Das wird aber nicht bis oben gehen, also schauen wir uns nochmal die Zeichnung an. Wir brauchen zwei davon. Das geht also genau bis zu diesem schwarzen, zu dieser Ecke. Gehe ich mal in die Seite und stelle mir hier diese Höhe an und kann das am besten natürlich in der Seitenansicht beurteilen. So, gehe da mal richtig explizit nah ran. Und das wird also diese 460 sein. Dann müsste das passen. Das ist gut so. Okay, damit habe ich dieses Blech, aber ich habe es ja durchgängig gemacht, also muss ich jetzt das noch ein bisschen abziehen. Und wenn wir nochmal auf diese Zeichnung schauen, das ist also genau von oberhalb diesem. Das sitzt also ein klein bisschen höher. Da gehe ich also erstmal hin, mache mir das Lochblech an. Da kommt's. Das schiebe ich jetzt mal erstmal hoch. Lochblech. Schieben wir ein bisschen. Ah, das Snapping ist noch an. Mache das Snapping mal wieder aus. Gehe in die Seitenansicht. Auf aktives Objekt zoomen, das ist diese. Auf aktives Objekt ist hier. Kann ich das also seitlich sehen? Ich schiebe das ein bisschen höher. Vielleicht bis hier. Okay, so haut das schon hin. Jetzt könnten wir auch sagen, okay, wir lassen das so drin. Das passt so, aber ich möchte das schon so machen, wie sie auf dieser Zeichnung, dass also hier wirklich eine Unterteilung ist. Jetzt nehme ich also dieses Extrude-Nurb, bringe ich das oben drauf. Setze das hier mal drauf. Okay, gut. Dann muss ich natürlich meine Extrude-Nurb noch kleiner stellen. Sage ich wieder auf aktives Objekt zoomen. So, und ziehe jetzt hier mal runter bis auf diesen Bereich. Denke mal 80. Ein bisschen weniger. So. Okay, das ist gut. Dupliziere mir das Ganze. Setze dieses mit Drop it on the floor auf den Boden und mache es kleiner. Gehe hier ran. Das trifft ja schon fast das Ganze. Okay, so. Gut, jetzt hätten wir das wie in dieser Zeichnung, das Blech also eingelassen. Für den Kaffeeaufsatz. Aber noch ein bisschen, ich finde das noch ein bisschen stark nach vorne gehend. Das geht mir noch ein bisschen, obwohl hier ist es auch so knapp an den Löchern. Und wenn wir schauen, steht das sogar ein klein bisschen über hier. Das kann man hier erkennen. Also setze ich das noch ein bisschen höher, das obere. Ein bisschen Luft dazwischen. Und gehe jetzt hier wieder hin und sage mal das. Okay. So ist da auch hier ein bisschen Luft drin. Und aber ich möchte es noch ein klein bisschen titschen nach innen bekommen. Da gehe ich jetzt nochmal rein in den Spline, mach mal das NURB aus, klicke den Spline an, gehe in die Punktebearbeitung und wähle diesen Spline ebenfalls an. Mach das jetzt alles simultan. Das heißt, ich schnappe mir jetzt hier diese nicht nur sichtbare, alle diese Punkte. Und dann sehe ich ja, wie ich das jetzt hier noch ein bisschen reinziehen kann.
macht er dann gleichzeitig oben und unten bei allen Seiten, weil ich die ja alle markiert habe. Okay, machen wir die NURBS nochmal an. Schauen wir jetzt mal. Okay, das ist besser. Gut, so soll dieses sein. Hätten wir also das Seitenblech schon dran. Jetzt kümmern wir uns mal um die Rückseite. Die ist ja wirklich einfach. Da ich von hinten kein Foto habe, muss ich jetzt irgendwie arbeiten, so als wäre das jetzt ein geschlossenes Blech. Dann gehe ich wieder in die Viereransicht erstmal und nehme mir nochmal ein Rechteckspline. Den drehe ich mal in die andere Richtung. Dann kann ich das hier jetzt in der Ansicht von rechts mit F3 genau einstellen. Nehme wieder meine 360 in der Breite und muss ja ein bisschen innen sein. Also das Blech soll entweder außen vor oder innen sein. Das werden wir gleich entscheiden. Gehe nochmal in meine Gesamthöhe. Drop it on the floor. Setze ich das immer wieder ein bisschen hoch. Na, das war der falsche Wert. 600. Ich denke mal 630 ist das Gesamt. Drop it on the floor. Ja, passt doch. Okay. Den bringe ich jetzt hier an in der Draufsicht von oben an die Kante. Und kann jetzt ja hier, wenn ich jetzt wieder mein Snapping aktiviere, das einrasten lassen. An dieser Rasterlinie habe ich Snapping aus, nehme mir ein Extrude-NURB, stecke jetzt mein Objekt da rein. Richtung Z ist erstmal wieder die Richtung, ist ja völlig falsch. Und dann machen wir auch Richtung X, aber in den Minusbereich nach innen minus 2. Ja, damit ich hier jetzt meine Wandstärke bekomme und jetzt möchte ich das ja ein bisschen innen einlassen, also von innen setzen. Das soll nicht außen vorsetzen, gehe ich also nochmal in mein Rechteck ran und sage, bei beidem mache ich hier 28 und dort mache ich 58. So, dann sitzt das ja hier ein bisschen drin und wir haben jetzt schon fast die ganze Hülle konstruiert. Und müssen uns jetzt nur noch mit diesem Detailbogen hier beschäftigen.